Wo ist der Balkon, wo er hingeht? Eigentlich ist der da, oder? Piep-bup-piep. Xena Kaita verreckt. Jawohl, deleted and deleted. Oh mein Gott, fuck, Alter, das ist dieser eine Boss. Oh no, dude. Hä? Ja, Dunkelheit. Dieser fette. Ach, scheiße, Alter. Der sich da im Kreis dreht. Mit seinem fetten Schwert. Oh no. Ah, ja, genau, stimmt. Ja, ja. Der bärtige alte Mann ist ein. Fuck. Ein paar Bärte. Fuck. Kriegen wir den nicht down oder was ist hier los? Kein Damage dabei hier. Ups. Mit. Müsste Hausschuhe oder was? Nämlich. Die solltest du dir im Real Life auch zulegen. Wieso? Trittst du nicht in so viel Dreck? Ich hab mir schon Schuhe gekauft extra, deswegen. Also, okay. Ist ja nicht so Strand-Badeschuhe, aber geschlossen. Mit einem guten Profil. Ich renne nur mit Schuhen hier rum. Im Haus. Oh. Schwert und Schild. Du Fucker, Alter. Da sperrt jemanden ein, ne? Ja. Warum jetzt das Schild, das Schwert, um die Welt zu hauen? Ah ne, die wurden weggeportet. Ah. Plätze. Mal
Fucker. Oh, da. Gemäht. Vielleicht ein Stackmarker? Ich habe jetzt ein Schild genommen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Cock ass. Ist mir noch nie aufgefallen, bis ich jetzt denken musste, dass hier drei so Ritter stehen. So Brain AFK kann man hier sein. Scheiße, ey. Du meinst es hier an den Rändern, oder wie? Ja. Göttliche Zerstörung. Oh fuck, Alter, das sieht nach fettem Damage aus. Help. Oh, okay, sogar. Gut. Eben nichts kommt da klingend geschossen mit Lichtgeschwindigkeit. No. Oh. Free me. Fuck, ich hab Akku. Die Asshole. Oh fuck no, Alter, wo ist denn hier ein Zettel? Why da no! Ah! Help! Ah, I'm healing. Oh mein Gott, Donnerhieb. Oh fuck. Gut. Oh, der Black Mesh ist schon wieder dran verreckt. Der wird einfach regelmäßig vom Boss gekackt. Oh. Ich glaube, wir haben weniger Damage dabei als letztes Mal. Also ja. Das ist aber ja deutlich. Zum Kotzen, ne? Oh no, man. Jetzt kommt
Der schlimmste Boss. Ah nee, der kommt danach. Schlimmste Boss. Glaube ich gar nicht, weil da muss ich nicht so viel machen. Aber der jetzt kommt. Da musst du nicht so viel machen. Ja, beim Endboss muss ich nicht viel machen, aber hier. Ist das nicht der mit dem Labyrinth? Wo man durchlaufen muss? In Phase 18? Ja. Und? Aber da muss ich keine Mobs ja, tanken oder sonst irgendeinen Scheiß machen. Toll, wir spielen Ping-Pong jetzt. Super. Stop it. Sag mal! Hier, Leute. Oh, schon. Lua Yonto. No. Also wenn du was fettes Rotes über dich kriegst, lauf von uns weg. Wenn es sich dreht, lauf nach rechts. Adolphus. Der Adolf. So, wo ist Gruppe B? Marker, please. Rechts, oder? Nee, nee. Wir sind hier. Okay. Geht schon was? Ja. Gut. Ja. Fuck, warum hab ich ihn? Das kann eigentlich nicht werden. Serverumschlag. Help. Wow, leck mich doch am Arsch. Boah, das muss man auch noch alles komplett voll heilen, sonst stirbt ihr. I remember, no. Rechts. Ich hoffe. Ah. Fuck, Dinge, ja, weg. Fuck! Oh shit. Ich hab den Scheiß, glaube ich, richtig ätzend abgelegt. Nee, das hast du, glaube ich, schon richtig gemacht. Aua. Ich glaube, ich hab die andere Gruppe gefickt. Das ist ja egal. Aber was jetzt? Ran oder wie? Oh fuck! Ja. Klaus. wieder rumrennst. Ah!
Awesome, ja. Oh my god! Au! Nein! Fuck, I'm dead! Res! Ich sterb jetzt wegen Living Dead. Oh, wir sind alle gewiped? Ah nee, andere Welt. Oh, wo ist meine Gruppe? Da vorne. Geheiligter Blitz. Oh mein Gott. Oh, oh, oh! Gut. Oh mein... Oh, ja gut. Oh mein Gott. God. Live. Don't die. Gut. Okay, ich muss Fischsuppe fressen. 10% mehr HP. Gut. Heil! Oh, ich hab keine Mana mehr. Fucker. Ist uns kaputt. Ist es weggehen? Kuscheln. Ah, das muss man zocken. Fuck, ey, der lebt immer noch.
der Boss hat definitiv den edgiesten Dialog. Nee, Dunkelheit zu mir am monotonsten Ton ever ist, ist noch edgier. Die ist fertig, die Alte. Ist weg oder? Weg oder? Ja. Ja. Fuck ja. Finally. Ich hoffe, wir schaffen den Endboss. Bei den DPS? Holy fuck. Never. Dunkelheit. Voll der Meme-Boss. Oh man. Macht denn da so Stöhngeräusche? Bist das du oder wie? Nein. Nee. Estelise. Estelise? Mhm. Wer ist Estelise? Oh, ist sie laut. Boah, meine Eier macht so die Welt, also da. Keine Cringe, Bro. Cringe INTJ. I love She-Rub Ultima now. She-Rubs. Nee, von mir wieder. oder auch nicht. Eigentlich ist mir das voll egal. Go! Oh. Oh, lief besser als gedacht. Gerade auch gefallen, dass hinter uns fette Aufbauten sind. Achso, ja, habe ich nicht gesehen. Oh Mann. Was denn? Stand richtig, also. Ja, jetzt zu mir die erste. Oh, der Wasserträger. Muss man die tanken? Nee. Nee. Gott sei Dank. Couldn't do it anyway. Es kann es sein, dass sie einfach alle Bossmechaniken macht, die. God. Die? Ja. Ja, wir haben uns gerade zu Tode gestackt in der Ecke. Dunkelheit, zu mir die zweite. Alle anderen Bosse bis jetzt gemacht haben. Ja. Monka Giga, run! Hallo! Help! Fucker! No! Fucker! Doppelfucker! Ah, oh, close Spaghetti! Feuerplattform und
Scheiße auch noch gefressen. Schweine. And yet you live. Oh, jetzt kommen noch die Säulen. Ja. Fuck! Gehabt. What now? Game Mommy. Shit. Mit dem Scheiß muss man stacken oder was? Ja. Yep. Oh no. Fuck. Nein! Eine halbe Sekunde. Whatever, man. No. Sind alle verreckt. Fucker. Mit einem Hit. Ich hab noch 1000. Ich weiß nicht mal was. Mach halt über Holmgang an. Super. Heiler aus Gruppe C sind auch alle tot. Wonderful. Letzte Healers, please. Warum hab ich jetzt Release? Ich honk. Uff. Die können ja von der anderen Gruppe auch retzen. Ja. Egal, Reset. Ja, Reset. Ich hab Released. Reset. Ich hab Released. Leute, ich hab Released. Wipe. Fuck. Just wipe it. Ich weiß nicht mehr, was uns alle gekillt hat. War das ein Proximity-Marker oder was? Nee. Das waren so Flächen, die immer weiter nach vorne kommen. Ich glaube, die haben mich gekillt. Weil die hat man doch noch schwer gesehen, weil da auch die Wasserfontäne war. Nice. Oder irgendeine Lichtexplosion halt. Ich glaube schon, Santos Trolling. Yeah, we wiped. Oh, das war noch nicht mal der Anfang des Kampfs. Das war Phase 1 von 3, oder? Das war Phase 1 von 18, ja. Widerstand ist Blasphemie. Ich habe noch nie einen gelangweilteren Boss gehört als den. Waffut nachschmeißen, vielleicht hilft sowas. Aber Unbeugsamkeits-Buffut. Na, 10% mehr HP, Junge. Both. Kuppel. Hey, das ist der Bunny Dark Knight, hat ein Gutschwert. Sorry, der Boss brüllt mir gerade so in die Ohren, ich hab nicht verstanden. Passt schon. Ich hab gesagt Dunkelheit zu mir. So, gut. Dann hab ich doch nicht gehört. Dunkelheit zu mir. Oh, das ist mies. Oh damn it, dead is out, mein Heal ist auch gewastet.
Das ist so funny. Gut. Fucker! Go away! Ja, da kommt der Marke-Dude her und fickt mich. Ja, super, jetzt hab ich's Feuer gefressen wegen dem Schwanz. Ah, du Penner, Alter. Dito. Du fucking Idiot. Ach, ja. Tut leid zu mir. Der Boss ist so Cancer, das ist eigentlich ein DPS-Check. True. Fuck. Da habe ich den Turm gefressen. Wenn der Golden Source sogar für PvE gut ist. Horrible. Wo positioniert man sich hier am besten, um einen Überblick zu behalten? You motherfucker! Ich hätte es gern Benediction. Ah, scheiße, der andere Heiler ist down. Keine Ahnung, ob ich hier safe bin. Ja, da passiert jetzt nicht mehr viel. Ja, ging er fix. Eidelin would disagree. Fuck. What now? Ist das eine Tyranniden-Queen? Geil, Kuming. Kuming, ja, stark. Oh, du Wichser. Paranoid in alle Richtungen schaut. Marsch nach Osten. Dann müssen wir nach Westen laufen. No idea. Fuck, müssen Tanks da rein? Ja, das muss irgendein Spieler soaken. Okay, gut. Das ist Wipe, glaube ich. Passt. Jawohl, sehr gut. Na dann.
gespawnt ein Engel. Ja. Und Zone, die einen einfangen. Wenigstens hat mir ja viel Platz. Man kann keinen Cast machen. Nope. Fucker! Why me? Oh, nice. Oh mein Gott. Vielleicht stellst du den Boss wieder vor. A man consumed. Will ich haben.
pissen. So, ich bin kurz pissen. Ja. So. Aber. Also, Borgia Waiting Room. Ja. Alright. Boom. Geil, die Gilde heißt Aldi, da will ich rein. Aldi. Soll ich ihm spoilern, dass er eine Reliktwaffe kriegt oder nicht? Hm. Kriegt er nicht. Kriegt er nicht? Nö, er spielt ja Schnitter. Und da haben die keine Waffe eingefügt. Nö. Würde mich wundern. Samurai kann auch keine Heavensward Reliktwaffe machen. Das heißt, es gibt dann keine. Weil das ist ja Voraussetzung für die Southern Front. Dann muss er die Quest nicht machen, oder was? That's a good question. Aber das ist ja. Das ist ja eine Shadowbringers. Kann sein, Waffe, dass er die Quest. Startet mit Level 70 als Reaper, oder nicht? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie extra nochmal eine Questreihe nur für den Reaper reinpatchen. In alten Content. Alten Content. Das Samurai kann keine Heavensward-Relikte nehmen. Nö. Aber Samurai startet auch mit Level 30. Ja. Okay. Aber Samurai ist Stormblood. Deshalb ja, genau, geht's ja. Nicht. Ja, klar. Nee, ich dachte mal nur, weil es kommt vielleicht drauf an, welchem Level man startet. Nicht, also, wann deine Klasse eingeführt wurde oder so. Nee, nee.
Ich denke mal, die Quest muss er dann als White Mage annehmen, aber spielen kann er es dann als Reaper. Also damit er halt weiterkommt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Okay. Ja, aber cool, wenn er trotzdem eine bekommt. Bam. Weil er rennt immer noch mit der Starterwaffe rum, glaube ich. Kann er die Dragoon-Lanze kriegen? Die teilen sich ja ein Rüstungsset. Ach ja. Keck. Und wie läuft's Alchemie-Business? Noch gar nicht weitergemacht. Boo. Boo, boo. Boah, noch eine Woche frei dafür. Wohl eher ein Jahr. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Ja, dachte ich mir. Unbezahlt aber. Ja. Ui. Bezahlt krieg ich das wohl nicht, ne? Man kann übrigens Low-Level-Charaktere relativ leicht leveln, indem man zum Beispiel in Azizlar einen High-Level dabei hat und nicht in der Gruppe ist und du pullst halt als Low-Leveler die Mobs und der andere finisht die dann. Ja, das habe ich damals bei Rich gesehen, aber ich dachte, das ist ein Blue-Mage-Perk gewesen. Aber okay, wenn das so geht, nice. Das haben wir dann gestern ausprobiert und dann nochmal in Elpis. In Elpis sterben natürlich die Mobs nicht so schnell, aber du kriegst halt mehr als doppelt so viel EP gleich am Anfang. Pro Mob. Und das, also das wenn einer Level 1 ist und der andere, was weiß ich, 90. Ja, okay. 90, genau. Und du kriegst ja dann mit jedem gekillten Mob mehr EP, bis zu 6, wegen der Combo. Bis wann lohnt sich das? Wissen wir noch nicht, aber ich schätze bis 50 sicherlich. Wir haben noch in Endwalker keine Zone gefunden, wo es nur Melee-Mobs gibt, die keine Fernkampfattacken haben. Wo auch genügend Mobs da sind. Weil wenn die Fernkampfattacken haben, dann one-hitten sie dich natürlich sofort. Wenn du sie pullst. Dann haben wir noch gerätselt, wo es halt viele Mobs gäbe, die alle Melee sind. In welchem Gebiet.
Ich glaube, die Omikrons sind nur Melee, oder? Ah, ja, das kann sein. Ultima Thule. Was ist denn hier los, ey? Na gut, Finn, wie immer. Angus, yes. Gut. Finn am Rumstöhnen. Nice. Aber sein Char sieht schon nice aus. Gott verdomme. Ja, schon. Aber er ist auch einer von diesen Stuck-Up-Bitches. Ja, das ist er. Das strahlt er schon aus. Das ist er. Aber jetzt sieht er wenigstens so aus, dass ich das durchlassen gehen kann. Now it's okay. Ah ja. Now it's fine. Funny how it works. I don't make the rules, my dick does. Oh, sieht aus wie Ashkandi, das Schwert. What? Wird von Medivh verkauft. Okay, Bro, kaufe ich nicht. Fuck you. Medivh sucked. Auf dem Deckard Kane willst du es kaufen? Nee.
Never. Trinker gibt nicht auf. Ein Trinker gibt nicht auf? Zuerst die Quest hier in Gangos. Achso. Die blaue. Ah, Geralt, ja. Nee, ja, Geralt ist wohl der Trinker, aber die Quest kriegst du vom. Von so einem fetten. Ja, wie heißt denn so? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also hier, Katze halt. Nur ja, nicht ganz Katze. Die Katze. Die Furries einfach. Genau. Da war in Limsa neulich ein Enchar, hieß Knighted Cat. Und ich dachte mir, das sieht bestimmt nice aus. Ich habe halt nur die Emotes gesehen. Aber dann habe ich es anvisiert und gefunden. Und dann war es halt nur so ein. Fetter Furry. War ich leicht enttäuscht. Oh, nice. Fetter Furry. Finn, du dreckiger Kuma. Wie ich? Nein, nicht du, Finn. Ja, du auch. Du dreckiger Kuma. Wie? Nee, es geht ja um Finn. Der ist gerade der dreckige Kummer. Ja, Finn und du, ihr ergänzt euch sehr gut. Mhm. Unbelievable. Ich will gar nicht wissen, wie viel Phantasia der Typ schon geschluckt hat. All of it. Ich kenne ihn als weibliche Katze, als männliche Katze, als Bunny und jetzt als Aura. So. Ein Phantasma kostet 10 Euro? Ja, genau. Wenig. Damn. Das kostet so, fast so viel wie ein Monatsabo. Ja, ich kann dich schon verstehen. Ein Mann braucht Abwechslung. Ja, klar. Schon. Deshalb macht man sich einen männlichen Rögerdien, kauft sich ein Hurenhaus und dann lässt man die anderen für sich wechseln. So spart man sich nämlich Geld. Männlichen Rügerding, ja. Ja. Kyrix Oryx. Der Boscher Raid hat anscheinend drei Flügel. Mhm. So wie Rabanastre. Okay. Hallo. Ja. Finn, wie er lebt und lebt. Auf dem Dach. Und er hockt immer auf dem Dach. Mit der Hand sich Wind zu fächern. Mhm. So eine Bitch. Oh, ich bin auf dem Dach, kommt keiner an mich ran und jeder sieht mich. Robert Coom. Ja, fuck. I'm gonna Coom. Ja. Already did Coom. The problem is it works.
Tja. I hate that I like it. Yeah. Na, do I do? You love to hate it. No. I just love hate it. Hate to love it? Keine Ahnung. Blue Mage. The Horned Red. Oh my god, das ist seine Beschreibung. The Horned Red is infinitely patient and an insidious evil. Also er ist auch noch ein fucking Skarve, dieser Fuck. Oh mein Gott. What? Wessen Beschreibung ist das? Finn. The Horned Red is infinitely patient and insidiously evil. Fucking Wyrmer Nerd. Jawoll. Geil. Er spielt mit Slanesh-Demon, obviously. Oh, nice. Rein damit. Ja, guck. Haben wir doch was im Kommen. Finn, absoluter Ehrenmann. Ja, schon. Von, er ist der größte Spaß hier in der FC zu, ja. Woodcoom. Tja. Er ist halt nur das Beta-Female. Oh Mann, ey. Und der Crew. Unbelievable. Ich vermute, dass Alexandria immer noch die. Das Alpha-Female ist. In der Gruppe. Maybe. Fucking Finn, ey. Why do you do this? Why you do this to me? Du hast doch bestimmt schon mal so ein richtiges Pimp-Outfit gesehen im Game, ne? Ja. Ja, das brauchst du als Catgirl. Das wäre verdammt cool. Ein Pimp-Outfit als Catgirl, okay. Mhm. Der Hut dazu droppt in Fraktal Continuum Hard. Den habe ich gestern bekommen. Alright. Also muss ich dafür Heiler spielen, damit ich den tragen kann. Den schon. Aber vielleicht gibt's noch eine Version für alle Klassen. Sehr wahrscheinlich. Im Discord ist Finns Beschreibung Rats as tall as man and blessed with the most vile intellect and cunning. Der Typ ist ein fucking Rattenmann, ey. Kriegst du den Ja, vielleicht doch mal mit dem Kontakt anfangen. Oh Gott, ey. Ich würde ihn haten. Wenn ich so ein INTJ-Faggot. Er hat sogar eine Ratte als Profilbild. Wo siehst du den im Discord? Im Red? Ja, genau. Discord. Das ist gleich der erste Offizier. Ah, ich bin da gar nicht drin. Ja, RIP. RIP. Mal reinscheunen. Psychotic Rain ist ein Female, spielt aber einen männlichen Aura. Cringe. Hm. Und Finn ist Treasure Hunter. Die haben letzte Woche 500.000 durch Level 90 Treasures gemacht. Ah. Schweine. Sexy Bitches Raiden. Natürlich ist das Finns Gruppe, du fucking Retard. Du Fucker. Du Fucker. Ah. Komm.
Hol nochmal noch einen Kaffee. Wie kann der fucking Rattenmann der größte Player hier drin sein, ey? Das gibt's doch nicht. Keine Ahnung. Aber. Die Fucker raiden echt savage. Und die posten ständig so Makros in den Chat und ich habe keine Ahnung, um was es da geht. M1, R1, das ist für mich Rocket Science, Bro. Don't get it. Weil Savage ist nicht gleich Savage. Er hat mir auch gestern erzählt, dass er kennt auch ein paar Leute da und in der FC mit Leuten, die alle fast nur klicken und die schaffen Savage trotzdem. Aber da kommen wir auch noch hin. Mit wem raidet er denn?
Sieht man das? Ja, es wechselt immer, die Raiden nicht immer mit denselben. Aber Ach so. Mia ist immer dabei. Wer ist noch dabei? Mia. Cassius, Mia. Radek, Tar. Ja. R1. R1. Junge. Rectangle. Not sure. Kann man sowas nicht bei Xenos lernen? Xenos? Ja, ich gucke ihn wieder vermehrt. Ich habe mir sein Zodiac Extreme Guide angeguckt. Der war extrem funny, weil er hat ein Footage rausgesucht, wo er selber verkackt hat. Und da war er richtig mad. Ich will Xenos gucken, ist immer eine Sache, weil der Typ fängt einfach aus dem Nichts an zu brüllen und der Platz ist Trommelfell. Aber man gewöhnt sich dran. Ja, wenn man kein Trommelfell mehr hat. Das kann ja nur einmal platzen. Ja. Oh, that's it! I'm in the grave! Fucking idiot. I'm in the grave. Und er flamed jeden White Mage, der Benediction hat und es nicht benutzt hat. Jeden, egal wo der ist oder nicht wann. Benutzt. Ja. Ja, aber Benediction ist auch extrem nice. Das merke ich jetzt als Astro. Das ist einfach guaranteed full HP. Ja. Mit einem Klick. Ah, oh, mei, oh, mei. Macht er gerade Sitzgedächtnis. Stimmt, das kommt ja auch noch. Jo. Natürlich hängt Finn auch bei Preach ab, of course. Ja. Immer an einem größeren Fisch hängen, dann kriegt man ein bisschen Rum davon ab. Ja. Genau. Ganz eitle Bitch. Dieser Ficker, Alter. Diese absolute. Genauso habe ich ihn eingeschätzt. Fucking nur das mit dem, Red. Ja, Red God habe ich überrascht. Und Red. Der hat bestimmt noch TTS angeschaut. 100 Pro. Der Typ ist ENTP. Guaranteed. Meinst du? Ja. Wie kommst du da drauf? Er ist ein fucking Troll und extrovertiert. Er ist quasi Sam Hyde. Dude, you're just hungry. Ja, extrovertiert. Welche solche Snobs gab es in WoW auch schon? Ja, aber WoW ist nicht so social wie Final Fantasy. Nee. Nee, bei weitem nicht. Aber der Persönlichkeitstyp war da vertreten. Ja.
wir mal. Ach, den gibt's bestimmt im Boscher Raid Extreme. Den Soundtrack von Boscher. Den gibt's noch gar nicht. Gibt's noch gar nicht, sicher nicht. Ja. It's true. Okay. Ja. Scheiße. Muss ich den ganzen Tag abhängen. Gibt's keine Wohnung in Boscher? Nee. Aber bald gibt's Wohnungen in Ischgard. Yep. Only the finest. Preaches in Mexiko. Ja. Na gut. Nee, es ist ihm nicht gegönnt. Hab ich nicht gesagt. Ja, du hast gedacht. Ich gönn's ihm insofern, dass er dann fresh in Endwalker starten kann. Aber er wird erstmal Final Fantasy 7 spielen. Das so viel Playtime bringt das Game nicht raus. Und Lost Ark. Fuck Lost Ark. Der ist gehuckt, der kommt nicht aus. Ja, aber the sponsor money is too great. The greed. Ah. Ist ja so einer, ja. Er hat ja noch nicht mal Red Shadow Legends als Sponsor gehabt, soweit ich weiß. Ist ja auch ein Trash-Game im Vergleich zu Lost Ark. Ey, Red Shadow Legends ist das beste Game, das jemals rauskam. Ja, für Mobile schon. Mad, dass jemand ein Haus hat, der Hubala Bubala heißt. Aber Dunkin' Donuts ist okay. Das habe ich nicht gesagt. Und der hat kein Haus, der hat nur einen gammeligen Raum. Ja, der ist ja nicht der Chef da drin. Ja. Oh, da ist jemand fertig. Was für ein Creeper. Lässt seine Kleiderpuppen kochen. Oh nein, der Titania Soundtrack hier drin. Yeah, of course is a retarded. I knew it. Hubala Bubala. Fuck him. Yoshi P, please let me burn down houses. Ich hab das auch vergessen. Was hast du vergessen? Oh, deine neue Waffe. Nee. Aber eine bessere immerhin als vorher. Ach ja.
Test nochmal. Ob er schon alles hat. Glaube nicht. Safe nee. Nicht. Safe nicht. Islamic and Western values cannot coexist. Oh, really? Woher kenne ich den Namen Uematsu? Aus Shogun 2, glaube ich. Ich glaube Daimyo. Daimyo. Na, Nobu Uematsu war halt der Komponist von Final Fantasy vor. Ah, deshalb. Vor Ding, ja, genau so. Racist, der hat viele Final Fantasy gemacht. Ja, in Shogun gibt es auch einen Daimyo, der sie hieß. Das google ich jetzt. Mach doch. Wie stimmt nicht. Stückeschreiber. Stückeschreiber klingt voll abwertend irgendwie. Findest Stückeschreiber, du? Stückeschreiber, du. Ja? Stückeschreiber. Das liegt nur daran, weil das Wort Stück abwertend gemacht wurde als Beleidigung. Das heißt, sie wurden brainwashed. Oh. Wie findest du diese Aura? Jetzt muss ich vor meinem Feuerplatz hier aufstehen. Ich mach dir ein Bild. Ja, du bist eh da. Ich meine, die Haare, also die sieht halt aus wie der weibliche Posterboy für The Warrior of Light mit der Frisur. Ja, ja schon. Ist halt sehr, sehr Tomboy-mäßig. Man kann nicht ins Feuer springen? Nee. Fucking Japanese safety regulations. There is no burning yourself. Oh. Warum muss man denn nach Yangtze? Musst du mit Hyänen reden oder so?
ich dachte, es kam davor schon, aber gut, okay. Hast du dir jetzt den einzigen Stuhl hier gekrallt? Ja, ich sitze hier immer. Nein, Flasche Wein daneben, sehe ich schon. Ja, genau. Ist da noch was drin? Nein. Aber nee, du kannst mir gerne eine neue bringen. Da vorne stehen noch 10. Ich bring dir alle. Ja, da muss ich aufstehen. Ja, danke. Ehre. Jetzt fällt's mir erst auf. Mit der Augenklappe hier sieht man aus wie ein Firekeeper. Danke. Ja. Not bad. Barmherzige Samariterin. I Barmherzigkeit, I. Ja. Would never be barmherzig. Echt sad, dass es den Soundtrack nicht gibt. Mhm. Vielleicht kommt er ja noch, aber... Ich höre den ehrlich gesagt schon den ganzen Tag, bevor ich mich eingeloggt habe. Ja, so geht's mir auch. Es gibt aber nur die 15-Minuten-Version, die muss dann halt immer auf Repeat laufen lassen. Mhm. Das ist echt unverschämt, dass du hier als einziger einen Sitzplatz hast. Weißt du das? First come, first serve. Außerdem ist der Sand weich. Scheißegal. Fuck you. Wow. Ah, bequem. Fuck you. Das ist eine Unverschämtheit, dass das überhaupt geht. Ah, ja? Wer ist da aufgestanden? Dafür bin ich zu stubborn. That's the problem. Warum dir nur einen Klappstuhl? Frag den Stückeschreiber. Ja, du Depp, du. Slash Blame geht leider nicht. Ja, Gott sei Dank. Slash Schuld. Da rennt sie rum. Hin und her und hin und her. Außerdem sehe ich nichts, ja. Ich krieg einen Behindertenbonus. Ich darf sitzen. Das ist wie ein Parkplatz. Das ist nur für mich bestimmt. Ja. Kaum spielt der Dark Knight, ist er wieder der Behinderte. Rollstuhlklasse, oh, ich bin blind, oh, ich bin taub, oh. Ich bin geistig behindert, gib mir Vorteile. Okay. Schön. Und nichts davon ist falsch. Nee, stimmt. Ach, herrlich. Honest Abe. Norende Hariel. Kannst dich ja da hinten aufs Fass setzen.
It's beneath me. Du, 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 du. Is it? Mhm. Mir ist ja schon zu blöd hier, mich am Boden zu setzen, wenn du einen Stuhl hast. Wow. Wie kommt denn das rüber? How petty can one be? Ja, ziemlich. I've learned a lot over the years from someone. Ist so lustig, es ihr beim Hustlen zuzuschauen. Rennt hin und her und hin und her. Bist du gemein? Erstmal auf den Tisch stellen, genau. Wahnsinn, ey. Das macht sich über die Arbeiterklasse wieder lustig. Schalk Holmes. Ja, der Name ist geil, gell? Schalk. Schalk. Das ist gut. Ein Monker ist. Monk. Big Dick DPS. Theoretisch ja. Ja, in theory. Infinite DPS in theory. Ganz gemütlich hier, wenn es dunkel wird. Ja. Im Feuer. Ich saß hier einige Stunden. Schreiber ist schon ein anstrengender Job. Auf jeden Fall. Steht den ganzen Tag da und schaut in die Gegend. Das ist fast wie meine Arbeit. Stehst du auch so im Supermarkt und guckst. Ja. Pult halt immer der Stückeschreiber. Könnte der perfekte Song für den Tanz sein. Für den Bienenswing. Mhm.
Ist halt so nice, in dem Tanz ist sogar ein Zwinkern mit eingebaut. Oh, okay. Wusste ich gar nicht. An die Front. Moment, schon ein paar Buffs holen. Ich check gar nicht, wie das mit den Buffs funktioniert. Ich auch nicht. Gegenstände. So, Verschollenes haben wir ja noch nicht wirklich gefunden, ne? Ah, hier kriegt man was für seine Splitter. Die habe ich im Auktionshaus verkauft. Waren die was wert? Nee. Nee, okay. Heiltrank, Phönixfeder. Phönixfeder nicht. Erfolg Splitter im Auge, nice. Echt geiler Erfolg. Da kommen wir sogar hin, wenn du den fressen möchtest. Hm? Im Chat hat jemand geschrieben, dass er Hilfe bei dem Feld braucht und gerest werden müsste. Ja, dann. Liegt auch in unserem Gebiet. Wo ich mir auch so einen Hund. Wow, rast da so ein Dude mit seinem Chocoball mir vorbei. Fucker. Ehrenhafte Gillionärin. Du Arsch. Someday. Das widerspricht sich doch. Shady Businesses führen einen zum Reichtum. Honest Abe. Shady Abe. I'm racing as hard as I possibly can. Leute, wow. Oh, I love it.
Nice. Oh, I love his soundtrack so much. It's unhealthy. Schreibst du gerade schon was oder soll ich erklären? Nee, ich schreib nix. Noch nicht. Ich weiß auch nicht, was er nicht versteht. So. Wahrscheinlich was wichtig ist. Eigentlich muss er nur die Quest machen, der Rest. Ist dann. Ich helfe dem Dude hier nochmal. Normal stuff. Braucht die Nimrod-Dinger, ne? Brauchen wir die auch? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Boscia Polycrystal. Die Doggo Squad. Ist schon nice, mit dem zu reiten. Ich mag den. Ich mag den richtig sehr. Ja, genau. Okay. Der für ein Mount. Ist das ein Drache? Aber klein. Das ist eine leicht geänderte Version vom Nidhogg Drachenmount. Er hat gecheckt, wie man uplevelt. Schon mal gut. Should I leave?
is ready to go. Die Viecher brauchen wir jetzt, ne, I guess. Fine human being. Yeah, it's just an excuse, weil er keinen Bock mehr hat. mit uns Gammlern hier. Ja gut, das kann man ja denken, aber... Das hat er schon... Falten. Hat er schon gut formuliert, so, ja. Jawohl. Popping Dual Fates. Dann braucht er wohl Level 3. Echt? Hat er den einen Kristall ja schon abgegeben? Na gut, dann suchen wir mal Fates. Mhm. Wir vorhin sind gleich fertig. Na, ich befürchte, die werden beide auslaufen. Schauen wir mal. Die hängen beide auf derselben Prozentzahl rum. Nee, das eine ist 30, das andere 66. Ja, ich meine halt die der Fortschritt wird nicht mehr. Ach so. Doch beim unteren jetzt. Na, dann gehen wir aber zum sehr langsam. Oder? Gehen wir zum unteren, weil das ist dringender. Na, schaffen wir noch, bitte. Yep. Speed up. Go. Hund, flieg! Du warst schon mal zu langsam. Ah, no, hit something! Hit something, fuck! No! Motherfuckers! Und ich werde gereckt. Echt? Oh. Auf nach oben. Ich zieh die mal mit nach oben. Ist das ein Dual Fate? Vigil Feuerkraft hochzählen. Registrierungsende, ja, ist ein Dual Fate. Was ist das denn für Chonker hier, ey? Wow, Motherfucker.
600, nice. Und auf dem Weg ist gleich das nächste. Kampfbeginn in einer Minute. Das Dual Fate würde ich mir auch gerne anschauen, ehrlich gesagt. Ja. Das ist ein fetter Roboter. Ist das gar nicht PvP? Nee. Nee. Das ist PvE. Soll das jetzt gut mehr Damage machen? Merkst du irgendwas? Ja, ich. Meine Crits sind höher. Okay. Nochmal 600. Wow. Wow. Und 200 KIP. Und jetzt? Muss er eigentlich schon ableveln? Ja, muss er noch nicht. Er muss er so er nicht. So. Er kann einfach sparen und die Quests alle auf einmal machen. Ja. Ja, mal zu dem Dual Fate. Ach krass, das sind mehrere. Damn. Oi, da geht's ab. Video. Ich Damage? Nee. Auch schön drin stehen bleiben. Hm. Ja, da scheiße. Vorne wird gerade wieder ein Fade poppen. Hätten wir doch reingehen können. So ein Scheiß. Ich dachte, das wäre ein Einzelduell gewesen. Na gut. Wieder. Ich will da gar nicht drin sein. Ab in den Schützengraben. Home, meinst du? Home, finally home. Oh, rein hier.
Krass, wie lange der Bossfight da dauert. Ja, jetzt ist er vorbei. Willst du das Feld noch machen? Ja. Yep. Alles abgrasen. Hat noch keiner angefangen, nice. Aua, haben wir Damage bekommen. Yo, you dare? I commit. Sechs Stück. Okay. Gut. Und Erlebnisse. Ah, okay, die kann man ja eintauschen, wenn man sie übrig hat. Das weißt du wahrscheinlich schon. Was? Die Fronterlebnisse, die kannst du einmal hernehmen. Und wenn du die dann dieselben nochmal bekommst, kannst du sie für Schließkassetten abgeben. Okay. Ne, verstehe ich jetzt auch nicht ganz, aber gut. Wusste ich auch ja, noch gut. Nicht. Fronterlebnisse. Mettle. Met. 100 Met, dann. Jetzt. also schon Level 4 Hater dann.
Metal, was ist das denn, ey? Frontwissen heißt das. Metle. Deutschland! Nice timing. Ja. Deutschland! Ich glaube, ich war damals richtig. Dreht den Borscher rum und schreit Deutschland. Ich bin richtig in Gelächter ausgebrochen, ey. Wenn ich das live gehört hätte. Deutschland! Damage something. Kammer. 360. What? Yeah. Heresy. Where are you running? Quest abgeben. Esse holen. Level 5 kommt man ins nächste Gebiet, ne? Ja, sieht so aus.
schwarz karierter Sonnenschirm. Nice. Die Frontblätter. Ach, schade, kann man ihn nicht benutzen. Eine extra Attacke bekommen? Bester Charakter in Endwalker. Auch wenn er verkackt hat. Hey, wer gets blamed? Ja. He's a good boy, anyway. Jawohl, instant Rockmusik. Wenn man einmal gehauen wird. Schafft man nicht. Nee. Dann müssen jetzt gleich wieder hier welche aufploppen. Hopium. Mhm. Ah. Might as well. Da poppt's auf. Oh oh. Ja, warte, komm. Oh mein Gott, was ist das denn? Thank you.
So als CT kannst du die Fates nicht alleine machen, ne? Ne. Nee. Wir brauchen jetzt noch einen Fate, dann werden wir auch den nächsten Rang, eigentlich. Jupp. Aufsparen oder sollen wir hier gleich aufleveln? Ich habe keine Ahnung, was im nächsten Gebiet kommt. Ja. Ne, wir können eigentlich auch gleich aufleveln, weil. Hm. Er muss sollte keinen Unterschied machen. Polizei einfach. Mal den großen Aoi nicht kicken? Doch, aber. Cool on. Nee. Es ist schwierig, den raus zu targeten. Ja, so jetzt. Wieder verkehrt.
Dann. Ich weiß nicht, ob das schneller ist als Dungeons, aber es ist zumindest eine Abwechslung. Ja, auf jeden Fall. Bisschen Open World. Ich denke mal, das lohnt sich mehr, wenn du die anderen Gebiete alles auch hast, weil du nicht auf die Fates warten musst. Ja, genau. Und wenn du Mount Speed hast.
Lock jetzt einfach alle ein. Und bitte. Verschollene Kommandos. Ne? Es gibt nur Tränke irgendwie. Keine Kommandos, ich verstehe es nicht ganz. Bekommen die erst später? Keine Ahnung, Mann. Obwohl, er ist Level 5. Du wartest schon? Okay. Naja. Ich bin gerade eher am überlegen, was ich mit zum Abendessen mache. Sojasauce. Mit? Soja. Ja, also wenn ich Cursed Food Ratschläge haben möchte, dann wende ich dann mich von an mir, dich. Ja. Ja. Cursed Food. Genauso wie. Wie war das? Genauso wie. Hafer mit Knoblauch und Fisch oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Mhm. Bah. These Lost Actions. Zum Fick. Kann es sein, dass er eine hat und wir nicht? Also ich habe eine. Also. Ja. Klar. Fego. Schon. Ah, Kommandoregister. Hier oben ist es natürlich. Aber du hast nichts angezeigt. Ah, verschollenes Protes. Oh. Du richtest ein Schild um dich oder das Ziel. Na, keine schöne Folge.
700 gibt es jetzt. Thank fuck. Auf Hunden. Scharmütze. Mikoto in Rang 6, okay. It's a lot of mobs.
ich hier so eine Kiste aufsammle, kriegst du dann auch was? Wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Ein kritisches Gefecht ist ausgebrochen. Kampfübersicht. Können wir uns vorregistrieren? Cool. Ich bin nicht der Gruppenführer, musst du machen. Kampfübersicht registrieren. Soll ich? Ja, klar. Ich gebe mal ein paar Waffenteile ab. Vielleicht schaffen wir das Feld ja auch. Ich hab 11. Ich hab 10. Okay. Eins fehlt noch. Ich hab eins hier. Jetzt können wir beitreten. Aber wir müssen noch 30 Sekunden warten. Dann ist das Feld vorbei, glaube ich. Jawohl, okay, jetzt. Gut. Kampfübersicht, beitreten. Beitreten. Das muss er, glaube ich, aber auch noch machen. Ja. Oh. Jikes. Es sind ja nicht gerade viele. Er ist schon hier. Er ist schon hier, okay. Very good. Oh mein Gott. Er hat so gerackt. Ja. Yep. 18 Sekunden. Puh. Vielleicht wird der Fight angepasst. Teilnehmer 7 von 48. Copium. Copium, ja, aber hart. Na dann. Na dann, good luck. Do it live. Ah, wir haben noch einen Tank. Super. Ich muss nichts machen. Geil. Kopfnuss. Kriegst du voll aufs Maul. Eine andere. Ohohoho. What? Ah, I get it. Von Liebe umhüllt hat bestimmte Attacken gelittene Schaden erhöht. Okay, ich hab verkackt. Gehasst. Muss man jetzt zweimal dasselbe nehmen? Nee, eben nicht. I don't know. Nee, du hast dich verkackt. Erntedankfest. Zwei Mobs. Drei Mobs. Oh, du kriegst wahrscheinlich Damage von dem, ne? Ups. Okay, du darfst dich nicht berühren lassen. Oh no. Run! Ich bin benommen. Jetzt. Oh, ich hab 3 Stacks. Fuck my life. Boah, ich muss die auch noch heilen da vorne. Oh no. Boah, ist knapp, ey.
Hast du noch einen Death Cooldown? Ich tank den gar nicht. Aber ja, hab ich. Der ist aber schon auf 50%, wenn ich den auch gerettet kriege. Mana hätte. Komm, tick, ja. Fucker. Oh. Deckmarker, no. Der Wichser ist schon wieder tot, oder? Der Wichser. Sage. Aber ist fast dasselbe. Super. Don't stun. Fuck, 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 fuck. Das Herz kommt genau auf mich zu. Ah, oh, ich bin tot. Warum stunt das? What? Wen haben wir denn hier noch so? Nur den Sage. Ja. Der Sage, der kann immer. Ja. Er rest mich. Na super. Warum rest der Druck nur rum? Missklick wahrscheinlich, ne? Und jetzt ist er down. Ah, hätte mich gerettet, hätte man noch geschafft. Aber wir haben noch einen Heiler dabei. Nee. Warrior? Ja, wir haben Warrior dabei, wir können gar nicht sterben. True. Oh, jetzt ist er benommen. Fuck. Oh no! You can do it. You can no, do it. You can no, do it. I cannot. Nein, jetzt kommt der Stackmarker wieder. Der Black Mage mit Stackmarker. I don't move, I'm a black mage. Na super. So ein Trank oder so? Scheiße, ich krieg jetzt den Kopf los, bin tot.
Bescheid. Ich würde gerne wissen, warum wir gestunt wurden. Wegen dem Herzen. Aber ich habe keine Ahnung, wie das zu uns kam. Ah. Ja. Ich nehme den blauen Quest mal an. Wir haben eine blaue Quest? Ja, hier. Ja. Schwarze Bunny Girl ist da. Die Leute umsehen. Da oben, okay. Wir können uns da hochporten. Kann man? Ja. Kann ich den mal anmelden? Nee. Rache ist Blutwurst, heißt das Fehl. Aber ich würde gerne eine Fight nochmal machen. Verdammt. Jetzt
Let's do it. Oh fuck. Oh nein, der rote Oktober. Ja, wir sind lost, Alter. Keine Chance. Oh Bro, der wird uns so ficken. Ja, das geht jetzt überhaupt zu dritt. Ah, ich kann da anmelden, okay, hier. Ja. 4 von 48. Nice. Ah, da können wir runtergehen. Anmeldung, nee. Ja, genau. Du Dreckswop! Hör auf mich zu tacken! Passt schon, braucht nicht kommen.
Zack, zack. Büchse. Cast halt noch schneller. Zwei Kämpfern, ja, good luck. Puff. Zurück ins Nichts. Voll komisch, gestern waren hier voll viele Leute und jetzt ist kein Schwanz hier. Sehr weird, ja. Sonntag. Sind die alle in einem anderen Gebiet, ne? Wahrscheinlich. Jetzt sind einige hier. Lula, Legia. Ja, auch schon.
der Bestienkönig. Ach, das ist der Bestienkönig, oh, der fickt richtig rein. Oh, das ist ein 101. Okay. What? Da kommen wir da nicht durch. Ich bin noch im Fight hier. Ah. Ich packe ihn jetzt. Wow, Smog. Wollen wir? What? Help! This guy fucks! This guy fucks, run! No! Nein! Hängen geblieben! Er folgt mir! Sehr gut! Sackgasse. Jawohl. Get him, boy. F. Kann ich den sleepen? Ich glaub nicht. Oh no! No!
rette euch jetzt. Au! Oh no. Oh, man flieht Frontwissen, man verreckt. Oh, oh Scheiße. Banga. Jetzt krieg ich langsam die ersten Attacken. Ich hab mal Phönixfedern mitgenommen. Gut. So ein Kroxigor und fickt uns. Ja. Mhm. Ist wie in einem anderen Franchise. Die mit der One Red, ja. Ja, genau. Fucker. Ich hoffe, wenn wir diese Insel kriegen, dass ich Hunde züchten kann. Oh, Big Pog Jump. Ich hab den ganz vergessen, die Insel. Okay, aufhunden und los geht's. Geht's da lang? Nee.
Was habt ihr denn gestern eigentlich gelevelt? In Azizla und Elpis? Nur ein bisschen ausprobiert, ich einen Baden und eher einen Paladin. Okay. Das war's, also. Okay. Schon fertig, die Skipper. Ja. Init. Da Rambe auf dich zugelaufen. Ja, Mettler Rambe. Ja. Das Winston mit dem Staubsauger. Der kann nix, hab ich gehört. Der kann nix, nee, aus, der kann nur rechts klicken. Aus sehr seriösen Quellen hab ich das gehört. Er ist ein Affe, was soll er können? Das ist ein Affe mit einer Brille, der mal rumspringt und die Brille bleibt heil. So gebildet hat er trotzdem aufs Maul. Ja, Gewalt ist halt manchmal eine Lösung, das hat selbst der Affe erkannt. Das ist eigentlich immer die Lösung für ein Problem, kommt mir gerade. Also, ja, wenn man die einfachste Gewalt, Lösung. Wenn man die Gewalt erfolgreich anwendet, meine ich. Es gibt. Ja. Ja, oder? Inwiefern erfolgreich?
Das überlasse ich ihren, ihren Gedanken. Okay. Erfolgreich Gewalt angewendet. Wie findest du Mikoto vom Aussehen her? Okay. Okay. Ja, ist kein Demon. I only like demons. Demon Aura. Ja. Poggers. Stimmt, da muss ich auch noch dran arbeiten. Wood. Brauche ich aber eine andere Frisur. Brauchst du eine andere Hautfarbe? Ja, schon. Da muss ich mich voll modifizieren. Ja. Ich geb dir eine Fantasie zum Geburtstag. Okay, werde ich Lalafell. Nee, die Mom. Ja, too late, jetzt hab ich's mir anders überlegt. Würde ich alle meine Freunde sofort verlieren. Das Risiko gehe ich nicht. Dann nehme ich, dann werde ich Dark Knight und mach mir auch den Titel rein. Ja, genau. Ich da habe nichts. So, ich mach mir jetzt irgendwas zu essen, weil... Essenspause? Ja, wär nice. Okay. Okay, machen wir Essenspause. How long? Halbe Stunde. Pogchamp.